Wir treffen uns heute hier, um vielleicht eine Idee aufzuschnappen, denn wir haben ein hochkarätiges Podium vorbereitet mit spannenden, interessanten Lebensläufen und wer weiß, vielleicht ergibt sich da eine Vision, eine Idee, mit der man seinem Leben eine etwas andere Richtung geben könnte. Also, wird eine spannende Geschichte. Wir wollen zuerst mit dem Podium ein bisschen diskutieren, aber Sie können gerne Zwischenfragen stellen, wenn Sie wollen. Und wenn wir fertig sind, dann können wir alle zusammen diskutieren, dann können Sie Fragen stellen an unsere Podiumsteilnehmer. Ich freue mich sehr, dass sie jetzt da ist. Sie muss ja auch da sein als Veranstalterin. Hier ist Monika Ziegler. Vor zwei Jahren, fast genau vor zwei Jahren, haben wir das Projekt vorgestellt. Damals war die Idee, wir wollen Menschen Mut machen, ihr Leben in die Hand zu nehmen, ein gelingendes Leben zu leben, Carpe Diem, haben Mut, also das passt alles ganz großartig. Und wir hatten die Idee, wir erzählen dazu Geschichten von erfolgreichen Sportwechseln. Also von Menschen, die ihr Leben in die Hand genommen haben, so nach dem Motto, was der kann, das kann ich auch. Und der Stefan hat damals eine wunderbare Webseite gebastelt. Ja. Und auf dieser Seite haben wir die Geschichten erzählt. Und nach dieser Auftaktveranstaltung hier im Weizinger Keller haben wir überlegt, und wie geht es jetzt weiter? Und wir wussten es eigentlich gar nicht, wie es weitergehen soll, denn eigentlich wollten wir nur diese Geschichten erzählen. Und dann kamen aber Leute, die sagten, naja, das ist ja alles ganz schön und gut, diese ganzen Erfolgsstories. Aber so weit bin ich noch nicht. Ich will ja abspringen, ich will was Neues, aber ich traue mich nicht so richtig. Und ich bin sozusagen dabei, die Spur zu wechseln. Ja, und dann haben wir angefangen, uns zu überlegen, wie kann man Menschen dabei unterstützen. Und das ist alles gewachsen. Ja, ich habe dann Schreibseminare angeboten, um sich beim Schreiben zu entdecken, was ich eigentlich will. Daraus ist eine Schreibwerkstatt entstanden, dann ist ein Stammtisch entstanden, dann ist ein Salon entstanden, wo man über Bildung, über neue Impulse vielleicht Ideen bekommt, wo man hin will. Ja, Coaching haben wir gemacht. Ja. Also es ist ganz viel passiert, was Menschen unterstützt, die den Spurwechsel wollen. Ihnen zu helfen, diese innere Transformation, diesen inneren Wandel zu einem neuen Weg, zu einer neuen Spur zu begleiten. So. Und es ist jetzt auch nicht esoterisch gemeint, sondern es ist tatsächlich so eine ganz bodenständige Geschichte. Wir geben nur Rahmenbedingungen, wir geben nur die Möglichkeit, über das Beisammensein, über das Sprechen, über das Schreiben, über Bildung, selber zu wissen und zu erfahren, wo ich hin will. Das, was in einem steckt, zu kitzeln und zu wählen. Genau. Herauszukitzeln, was ich eigentlich will. Ja, also das ist bis jetzt passiert. Aber heute wollen wir nun auch wieder noch eine neue Spur auftun. Genau. Ist das auch die Ziellinie des heutigen Tages? Nee, also das ist schon die Ziellinie, Menschen zu sagen, hey, uns gibt's. Wenn ihr Lust habt, kommt zu uns. Das andere Ziel ist aber, was wir heute, also ich hätte drei Ziele. Das zweite ist doch Politik, Wirtschaft, Bildungsträger zu sagen, hey, da ist ein Riesenpotenzial da, da gibt es viele unzufriedene Menschen. Dazu, ich werde Ihnen nicht vorgreifen, Frau Heckel, werden Sie hoffentlich was sagen. Unternehmen, was können Unternehmen tun, dass ihre Mitarbeiter zufriedener sind oder neue Wege, ganz neue Wege aufzutun. Ja, und dann wünsche ich mir einfach, dass heute vielleicht aus dem Publikum auch Impulse kommen, wie die Initiative weitergehen soll. Buchautorin hat Bestseller geschrieben, wie zum Beispiel So regiert die Kanzlerin. Also enger Draht zur Bundeskanzlerin. Dann hat sie Volkswirtschaft studiert und das zum Beispiel auch in den USA. Und sie beschäftigt sich als Autorin jetzt auch mit dem, oder seit Jahren auch schon mit dem Älterwerden. Man hat viele Bücher darüber geschrieben.
Und zwar in dem Sinne, dass Senioren der Gesellschaft nicht zur Last fallen, sondern ein Gewinn sind für die Gesellschaft. Nehme ich an, das ist eine große Botschaft. Deswegen freuen wir uns jetzt sehr herzlich auf Margaret Heckel. Frau Heckel. Meine Hauptbotschaft ist, dass jeder Tag, den Sie leben, heute, morgen, übermorgen, erhöht sich Ihre persönliche Lebenszeit um 5 Stunden. Jedes Jahrzehnt werden Ihnen 2 bis 3 zusätzliche Jahre geschenkt. Und die große Frage ist, was machen wir mit dem Geschenk des längeren Lebens? Wir haben so viel Zeit, so viele Dinge anzupacken. Ich lebe länger, statt ich werde alt. Insofern, wir haben so viel Zeit, so viele schöne Dinge zu tun. Gut, also mit 53 kann ich viele Sachen nicht mehr, nicht mit 33 locker gemacht. Dafür können Sie viele andere Dinge, die Sie mit 33 noch nicht konnten. Der Mann, der jetzt zu uns kommt, das ist so eine Mischung aus, wie schwer getan, bei einem Beispiel, aus Daniel Düsentrieb und Steve Jobs, der frühere Apple-Chef. Er hat was Bahnbrechendes erfunden und gleichzeitig betreibt er ein sehr erfolgreiches High-Tech-Business. Und auch er hat, das haben wir vorhin verraten, hat mehrmals im Leben schon die Spur gewechselt. Früher fest angestellt als Produktmanager bei Firmen und hat auch eines Tages gesagt, nee, ich ziehe jetzt mein eigenes Ding auf. Und das hat er mit Erfolg getan. Hier ist Andreas Hassler. Herr Hassler, herzlich willkommen. Das ist mit Training schon ein bisschen hier. Ja, ich wollte fragen, suchen Sie eine Rolle aus, eher Düsentrieb oder eher Jobs? Beides nicht. Gottes Willen, lag ich falsch. Also sagen wir mal, die Erfindungen waren auch ein Teamergebnis und ich habe viel Mickey Mouse in der Schulzeit, ein bisschen zu viel Mickey Mouse gewesen, deswegen war ich schon in der Schulzeit Spurwechsler. Das hat genau so 10. Klasse zweimal gemacht, oder? Nee. Na, nicht nur die 10. Achso, einer. Ja, aber es wird auch jemand raus, ne? Ja. Professor wird auch Torwechsel. Genau. Ich wünsche es keinem, aber trotzdem, die Firma lebt davon. Also wenn ich mir jetzt die Knöchel breche, kriege ich so ein Ding. Ja. Oder auch ein bisschen Rupturen. Mhm. Gut, da kann man natürlich nicht mehr wie auf dem guten alten Gipsbein schon unterschneiden, das geht nicht mehr. Aber schon aufflächen, oder? Aber heilt schneller, oder? Heilt schneller, ja. Heilt schneller. Er hat eine Erzeugergemeinschaft mitgegründet und über diese Erzeugergemeinschaft können wir uns ernähren. Und zwar mit regionalen Lebensmitteln, die fair produziert sind, die solidarisch produziert sind, die vielleicht sogar auch Bio sind zum Teil, ausschließlich, genau. Also, ein Mann, der im Grunde exakt den Nerv der Zeit trifft, weil wir alle gehen, glaube ich, mehr weg von den Lebensmitteln, die 12 Flugstunden hinter sich haben und mehr hin zu den Sachen, die bei uns in der Umgebung wachsen und geerntet werden. Hier ist Sebastian Gehrmann. Sebastian. Also, zum Thema Lebenslauf, der sich so ein bisschen seinen Weg sucht, darf nur aufzählen, Yoga-Lehrer in Indien. Ja. Oder Schüler, ne? Yoga-Schüler erst und dann Yoga-Lehrer. Genau. Dann Landwirtschaft studiert und dann die Erzeugergemeinschaft gegründet. Gartenbau habe ich studiert, nicht Gartenbau, genau. Aber auch hat ja Ähnlichkeit. Genau. Und jetzt am Ziel schon angelangt oder ist das nur eine Zwischenstation? Am Ziel angelangt würde ich nicht sagen, eher gerade am Anfang, allerdings mit dem Ziel im Blick, sagen wir es mal so. Und die Grundidee dahinter nennt sich solidarische Landwirtschaft. Ich weiß nicht, ob es vielen Leuten was sagt. Es ist ein Konzept, das haben wir nicht erfunden. Das gibt schon etwas länger, kommt ursprünglich aus Frankreich, hat sich mittlerweile weltweit ausgebreitet. Die Idee dahinter ist, dass sich eine Versorgergemeinschaft von Verbrauchern zusammenfindet und die eine Gärtnerei oder einen Hof, also eine
landwirtschaftlichen Betrieb solidarisch finanziert. Und solidarisch finanziert heißt, sie kaufen nicht die einzelnen Produkte dieses Betriebes ab, sondern sie finanziert sämtliche Kosten, die dem Betrieb entstehen, in einer Höhe, dass eine faire Produktion gewährleistet werden kann, eine faire Bezahlung der Mitarbeiter, ein ökologischer Anbau. Und dafür teilt sie sich die Ernte, die in diesem Betrieb anfällt. Und da steht auch kein EU-Beamter dran, der sagt, die Gurke ist zu kurz, die ist zu gebogen, die dürfte nicht verkaufen. Das ist einer der Gründe, warum wir das machen. Ich bin ja selber auch Gärtner, arbeite auch in der Gärtnerei Teilzeit. Und ich bin da einfach immer wieder vor dem Problem gestanden, dass wir eine unglaubliche Lebensmittelverschwendung erzeugen durch diese Vermarktungsnormen. Es ist nicht mal unbedingt nur die EU, die das vorschreibt, sondern es ist auch der Markt, der diese Produkte einfach nicht abnimmt, weil der Verbraucher es aus dem Supermarkt nicht anders kennt. Er war in sicherer Anstellung beim Bayerischen Rundfunk und das heißt was, also da ist man wirklich die nächsten 30 Jahre so vorgezeichnet und hat aber dann doch gesagt, ich muss was anderes machen, hat ORIV gelernt, hat angefangen zu schreiben, Gedichte und Geschichten zu schreiben und er verzaubert mit seinen Geschichten regelmäßig Monikas Schreibwerkstatt, wenn er seine Geschichten vorträgt und wir hören auch nachher eine Geschichte von ihm und wir freuen uns aber jetzt erstmal über Peter Heim. So, wenn ich mir das jetzt mal auf der Zunge zergehen lasse, Orgelbau, Gedichte und Geschichte schreiben, kann man gut davon leben? Weder noch. Also, dann haben Sie gut geerbt, ne? Auch nicht. Auch nicht? Auch nicht. Nee, es ist tatsächlich so, also ich muss das auch gleich zu Beginn ein bisschen korrigieren, also ich bin jetzt nicht der Bungee-Springer, der aus diesem festangestellten Verhältnis so ohne Netz und doppelten Boden Absprung gemacht hat, sondern es ist vielmehr so, ich habe tatsächlich da aufgehört und habe jetzt mittlerweile allerdings wieder die Möglichkeit, Teilzeit dort zu arbeiten. Das heißt, ich finanziere mir meinen Grundbedarf mit der Arbeit dort. Das findet in der Regel so in 3 Tagen maximal die Woche statt. Und da ist dann so Essen, Video, ein bisschen was dabei. Und dann Brotgeschäft, ne? Genau, richtig. Richtig. Und ergänzend ist es so, dass nachdem ich da aufgehört habe, habe ich in verschiedenen Orgelbauwerkstätten gearbeitet, in der Abschluss, ich habe eine ganz normale Handwerkslehre gemacht, also dann nochmal im fortgeschrittenen Alter. Und habe dann in verschiedenen Betrieben als Angestellter gearbeitet, als angestellter Orgelbauer und habe das Geschäft auch kennengelernt, auch mit allen Härten. Also ich bin mit einer bisschen einer romantischen Vorstellung an die Sache reingegangen und habe dann aber auch sehen müssen, das ist auch ein knochenhartes Geschäft. Also man ist monatelang auf Montage, man hat sehr lange Arbeitstage, ist harte körperliche Arbeit und es bleibt eigentlich nicht viel Zeit oder Energie, man fällt abends vor ins Bett. Wenn man sich fragt, gibt es eine Formel, um eine Spur zu wechseln? Gibt es ein geheimes Rezept oder ein Grundrezept, nach dem man verfahren kann? Gibt es sowas oder ist das wirklich von jedem Typ abhängig, wie er das selber gestaltet? In der Tat, das muss jeder eigentlich für sich selber finden und das ist aber eigentlich auch das Dilemma dabei, weil es das so schwer macht dadurch, weil dann jeder denkt, er ist ganz alleine bei diesem Prozess und wenn man aus der Schule kommt oder aus dem Studium kommt, ist ja logisch, dass man was Neues anfängt. Das ist auch gesellschaftlich vollkommen etabliert. Aber wenn jemand mit 45, mit 15, mit 55 sowas machen möchte, dann sagt jeder, wie, warum, was soll das Ganze jetzt? Und da haben wir in Deutschland leider noch sehr wenig gesellschaftliche Vorbilder. Andere Länder, vor allem die Vereinigten Staaten, sind da doch schon sehr viel weiter. Da gibt es deutlich mehr, die sich neu aufmachen. Hat vielerlei Gründe, hat auch einer der Gründe natürlich, dass die eine sehr viel tiefere Wirtschaftskrise hatten die letzten paar Jahre, wo viele Menschen ihren Beruf tatsächlich auch verloren haben. Aber es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass der Ruhestand, auf den wir ja normalerweise oft zuarbeiten, wenn wir so
jenseits der 50 sind, dort sehr viel ungesicherter ist als bei uns und auch diese finanzielle Unsicherheit viele Menschen dann einfach auch dazu bringt, ach, kann ich nicht noch mal was Neues anfangen oder möchte ich noch was Neues anfangen? Und so haben Sie dort eine ganze Reihe von Organisationen, die sich damit beschäftigen. Und Sie haben eben auch eine ganze Reihe von Bildungsinstitutionen, Universitäten, die dafür Hilfestellung anbieten. Während wir in Deutschland wirklich jeder uns selber durchkämpfen muss. Und das kann schon ganz schön schwer sein, weil seien Sie mal Mitte 40 und suchen sich eine neue Ausbildung und finden dann einen Ausbildungsplatz. Das ist nicht so ganz einfach. Oder wenn Sie was Neues studieren wollen. Und was wir eben auch nicht haben in Deutschland, ist auch ein sehr großes Problem, so einen modularen Zugang, wo Sie einfach anfangen können mit dem, was vielleicht nur einen Monat, zwei Monate, drei Monate dauert, dann vielleicht wieder in dem normalen Brotberuf arbeiten und dann sozusagen die nächste Stufe zünden. Also die Modularisierung von Ausbildungsgängen fehlt uns komplett. Und da ist noch sehr, sehr viel zu tun eigentlich, um Menschen zu helfen, die sich auf was Neues einlassen wollen. Es gibt Alternativen zu unserem unpersönlichen, wachstumsorientierten Wirtschaften und das sind keine Utopien. Einer ist von Karl Valentin und der sagt, ich freue mich, wenn es regnet, weil wenn ich mich nicht freue, regnet es auch.